Wusstet ihr eigentlich schon, dass man den Imbiss-Klassiker an Salat, der auch Fitness-Salat genannt wird, in lecker und gesund machen kann? Also das ist die Fitness-Variante und der schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, aber den Imbiss-Klassiker, den kann man sogar in gesund und in lecker sogar machen. Wir brauchen auch gar nicht viele Zutaten für. Und zwar brauchen wir einmal 2 Äpfel müssen wir haben, dann einen Schwung voll Möhren und ein wenig Sellerie. Das müssen wir jetzt ein bisschen klein schneiden und noch ein bisschen Joghurt noch, aber kommt gleich. Wir schneiden das jetzt erstmal im Kleinen und dann mixen wir es gleich mal zusammen. Wenn ihr alles klein geschnippelt habt, dann kommt entweder der lustige Part oder der schlimme Part. Der schlimme Part wäre alles per Handarbeit oder der lustige Part wäre mit Maschine. Ist einfacher. Den Salat könnt ihr dann ganz normal in eine Schüssel geben, dann ist der Salat an sich schon mal für sich fertig. Und wir kümmern uns jetzt mal um das gesunde Dressing. Dazu nehmt ihr euch einfach eine Schüssel, dann habe ich hier ganz normalen Naturjoghurt. Dann nehme ich jetzt mal so einen halben bis dreiviertel Becher, je nachdem wie viel man da haben will. So, das wäre dann also sprich schon mal die Abteilung gesund und ohne Sahne und ohne Zucker. Und dann nehmen wir uns 3 Knoblauchzehen und schneiden die mal eben klein. Und jetzt schmecken wir das Ganze einfach noch mit Salz und Pfeffer ab. Und zu guter Letzt mache ich noch einfach noch einen Schuss Olivenöl rein. Dann sollte das eigentlich schon reichen. So. Nochmal verrühren das Ganze. Und dann kann das noch in den Salat rein. Wer will, kann noch einen Schuss Honig mit reinmachen, wenn er meint, es wäre nicht süß genug. Wobei die Möhren dann sicher vom Haus aus schon süß genug sind. So, einmal nochmal frisch gerührt. Nicht geschüttelt. Tut's. So, ab in den Salat damit. Einmal kräftig durchrühren. Dann bis der Salat den richtigen vollen Geschmack entfaltet hat, sollte man den nach dem Durchmixen so 1-2 Stunden mindestens vorher, also vor dem Verzehr, in den Kühlschrank packen, damit sich die ganzen Aromen noch richtig entfalten können. Ja, und jetzt können wir das Ganze einfach anrichten und haben dann einen super leckeren Imbiss-Salat mit, ihr hört es im Hintergrund wahrscheinlich schon, mit leckeren Hähnchen habe ich mir zubereitet. So, noch ein wenig Zitrone dabei.
Et voilà, fertig. Ja, und wie ihr das gewohnt seid von mir, ist das eigentlich ja nur ein Grundrezept. Ihr könnt ja da selber noch mal ein bisschen mit rumexperimentieren. Was weiß ich, mit Dill, mit einem Schuss Sahne zum Beispiel oder was auch immer. Gesüßt habe ich ja jetzt gar nichts, weil es ja ein Fitnesssalat sein soll. Klar, wer Bock hat, kann mit Sicherheit auch einen Löffel Honig oder ein bisschen Zucker reinmachen. Ich fand es jetzt eigentlich völlig okay von der Süße her. Naja, probiert es einfach mal ein bisschen aus. Ihr könnt hier mal berichten. Ja, wenn ihr mehr Bock auf mehr Salatrezepte habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr kennt das, wir sehen uns im nächsten leckeren Video. Sehen wir uns dann schon wieder.